So, in diesem Video, ich muss leider nachvertonen, ist Folgendes passiert. Das Mikrofon habe ich wahrscheinlich nicht richtig angeschlossen. Und deswegen muss ich leider nochmal den Originalton jetzt nachsprechen. Wir haben uns also mit der allgemeinen Formel für die Berechnung von Prozentwerten und Prozentsatz und Grundwert und so weiter, haben uns damit nochmal beschäftigt. Nochmal der Hinweis, die Zahl, die vor dem Prozentzeichen steht, das ist der Prozentsatz, sagt man dazu. Das ist eine Zahl ohne Einheiten, eine dimensionslose Zahl. Da oben steht also nur ein Bruch, so und so viel Hundertstel. Und das, wenn man Grundwert mal Prozentsatz durch 100 teilt, kommt raus, der Prozentwert ist Wert. Das haben wir nochmal wiederholt. Beispiel: 450 Schüler in einer Schule sind da und 10% trinken Kakao, und das kann man das ganz einfach ausrechnen. Das sind also 45 Schüler, die Kakao trinken. Das ist das Wert, was ich ausgerechnet habe. Das ist der richtige Wert. Wenn ich 10% sage, übersetze ich das grundsätzlich in 10 Hundertstel pro Cent. Cent ist ja der hundertste Teil. Und so wird gerechnet. Mit dem Prozentzeichen selber kann man nicht rechnen. So, nun haben wir uns gleich mal ein erstes Beispiel geschnappt. Also wir wollten das mal ausrechnen, und wir schreiben in eine Kurzform um, was ich alles erzählt habe. Ich habe jetzt einen längeren Text erzählt, und die Schüler haben sich rausgeschrieben, worauf es ankam. Ich muss noch mal überlegen, was ich erzählt hatte. Mir fallen solche Geschichten immer relativ schnell ein, und dann weiß ich das jetzt nicht mehr. Ach so, ich gehe zum Hausmeister und sage, ich kenne die Schule nicht. 18 Schüler trinken Kakao, sagt er, und das entspricht 20%, glaube ich. Müssen wir mal gucken, was ich da gesagt habe, was mir da einfiel. Ja, das sind 20% aller Schüler. Jetzt sage ich, wie viele hat denn die Schule? Sagt er, darf ich nicht sagen, Datenschutz, also das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht verraten. Naja, dann suchen wir also den grundsätzlichen Wert. Auf was bezieht sich denn das? Denn 18 Schüler sind schon der Prozentwert, und 20 Hundertstel heißt der Prozentsatz dann. So, also ich suche, wie viel sind alle Schüler? Wie viel sind das? Und ich nehme wieder meine Gleichung und ich schreibe die einfach so hin. Und was ich weiß, das schreibe ich hin, und was ich nicht weiß, dafür nehme ich eine Kurzbezeichnung. Ich sage also, okay, wenn ich das schon weiß, dass 18 Schüler herauskommt, der Prozentwert also schon da ist, dann schreibe ich die 18 Schüler da hinten hin, wo der Prozentwert hingehört. Und jetzt kommt der Prozentsatz, das ist die 20, und die muss ich durch 100 teilen. Und vorne schreibe ich hin, alle Schüler, da schreibe ich in zwei kurze Buchstaben einfach GW, Grundwert. Das geht schneller. Da muss ich nicht alle Schüler hinschreiben. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt stellen wir die Gleichung um. Das ist wesentlich besser, als wenn man sich zig Varianten einer Gleichung merken muss. Sondern einfach die Gleichung umstellen geht leichter. Erstmal kürze ich durch 10, dann habe ich bloß noch 2 Zehntel da stehen. Es stört mich. 2 durch 10 mal 2 durch 10. Das Gegenteil mache ich davon. Das heißt also mal 10 durch 2. Wenn mich mal 2 stört, muss ich durch 2 teilen. Wenn mich durch 10 stört, muss ich mal 10 nehmen. Ich kann auch durch 2 Zehntel schreiben, aber da wir wissen, dass Brüche ja entsprechend sowieso mit dem Reziprokenwert multipliziert werden, also mal 10 Zweitel, dann geht das so schneller. So stellt man eine Gleichung um. Wer das nicht kennt, der guckt ganz einfach bei den Videos Gleichungen lösen auf diesem Kanal. Also steht jetzt rechts 18s mal 10 durch 2. Das kann ich ausrechnen, ob ich 18 mal 10, 180 durch 2 rechne, oder 18 durch 2 ist 9, mal 10 ist auch 90. Das ist jetzt vollkommen Schnuppe. Der Grundwert steht links alleine, und ja, 90 Schüler kommt heraus. Immer schön die Einheiten mitnehmen. Nochmal sauber geschrieben, sauberer. 90 Schüler. Und damit habe ich die Aufgabe gelöst. Formuliere einen Antwortsatz. Überlege nochmal, was war denn gefragt? Ja, der Grundwert. Und dann kann ich so weitermachen. Jetzt wollen wir mal sehen, jetzt ist mir noch ein Beispiel eingefallen. Aber ich glaube, jetzt errechnen wir was anderes. Und trotzdem nehmen wir die gleiche Formel. Das ist also kein Problem. Man kann da immer schön mitarbeiten. Was ist mir denn eingefallen? Ach ja, ein Mann erzählt mir ganz stolz, dass er 21.000 Euro Zinsen bekommen hatte. Und ich frage ihn dann, welchen Zinssatz er denn bekam. Och, sagt er, 2%. Das ist Geld, was er der Bank gegeben hat. Dafür hat er Zinsen bekommen im Jahr, 21.000 Euro. Und ich frage ihn, welchen Zinssatz hatten Sie denn? Dann sagt er mir, glaube ich, 2% ist mir eingefallen. Ja. Doch, er sagte mir, 2% habe ich bekommen.
Jetzt sage ich Donnerwetter, wenn Sie so viel Zinsen bekommen haben, das ist der Zinssatz, hört sich nach Prozentsatz an. Dann frage ich, wie viel Geld haben Sie denn auf die Bank gebracht? Sagt, das verrate ich Ihnen doch nicht. Na gut, vielleicht können wir das ja ausrechnen. Also wie viel Geld hat der Mann? Das errechnen wir jetzt. Wir wenden die gleiche Formel an. Wir schreiben bloß immer das entsprechend hin, was wir wissen und was wir nicht wissen. Dafür nehmen wir ein Symbol. Wenn wir wissen, wie viel Geld der haben wollte, dann entspricht das wahrscheinlich dem grundsätzlichen Wert, womit wir rechnen müssen. Also die Lösung, am besten ihr macht zu Hause Pause, überlegt euch die Formel, schreibt sie hin und dann guckt ihr mal, ob es richtig ist. So, dafür haben wir die Pause gemacht. Der Grundwert, den müssen wir haben. Wenn wir den nicht wissen, schreiben wir GW. 2 Hundertstel heißt ja 2%, das ist der Zinssatz, ne? 2 ist der Zinssatz durch 100 geteilt. Und das, was rauskommt, was es wert war, die 21.000 Euro, die schreiben wir hin. So, und jetzt lösen wir die Gleichung, ganz einfach. Den Grundwert wollen wir wissen. Und weil uns mal 2 durch 100 stört, nehmen wir mal 100 durch 2, schreiben wir alles entsprechend auf. Wie gesagt, einfach gucken, bei Gleichungen lösen, dann weiß man, was wir hier gemacht haben. Und es kommt entsprechend was raus, was man ganz einfach jetzt mal mit, ich mache mal Tausender Trennzeichen, damit man überschaut, wie viel Geld der Mann hat. Und Donnerwetter, durch die Tausender Trennzeichen wird es übersichtlicher, die schreibt man sicherheitshalber so dünn als Hochkomma. Und wir formulieren einen Antwortsatz, also dieser Mann, der hat 1.050.000 Euro. Puiuiui, die hat er auf der Bank. Obwohl er es uns nicht sagen wollte, wir konnten es ausrechnen, das ist nicht kein Problem. Nochmal gucken, was war gefragt und dann die Antwort formulieren. Dann denkt man nämlich besser über das Errechnete nach. Ich kenne Schüler, die haben es ganz anders gerechnet. Jetzt kommen wir zum anderen Fall. Da ist mir, glaube ich, eingefallen, dass ein Bauer klagte: Ach Mensch, ich habe jedes Jahr eine Ernte und also fast jedes Jahr habe ich 230 Kilogramm Verlust an Getreide. Mensch, habe ich Mäuse oder was passiert da? Oder trocknet das Korn zu sehr aus? Ich weiß es nicht. Mein Nachbar, der sagt mir immer, er hätte 4% Verlust. Ich möchte gerne mal wissen, wie viel Prozent ich Verlust habe, denn dann kann ich vergleichen. Mein Nachbar, der erntet nicht genau das gleiche wie ich, aber er weiß genau, wie viel Prozent er verliert. Und damit sind wir vergleichbar. Also 230 Kilogramm entspricht dem Verlust, entspricht es, das ist gleich mit dem Dach. Und ich frage den Bauern auch, wenn wir das ausrechnen sollen mit den Schülern, wie viel Ernte haben sie denn eingefahren? Und dann sagt er 4,6 Tonnen. Das ist die gesamte Ernte. Das ist der grundsätzliche Wert, mit dem wir anfangen können zu rechnen. So, also 4,6 Tonnen. Das entspricht also der Ernte, die er eingefahren hat. Und gesucht ist in diesem Fall mal der Prozentsatz. Er möchte wirklich einfach mal vergleichbar wissen, weil er Prozent Hundertstel heißt und der andere auch in Hundertstel angibt, kann man gut vergleichen. Er möchte einfach sich mal mit dem Nachbarn vergleichen. Also wir suchen den Prozentsatz. Diese Zahl des Prozentsatzes. Ich schreibe es nochmal hin. Prozentsatz. Also PS können wir sagen, ne? Die Lösung besteht im Folgenden. Wir schreiben wieder hin. Also ihr macht Pause. Ich habe noch darauf hingewiesen, 4,6 Tonnen bitte in 4.600 Kilo umwandeln. Und jetzt macht Pause zu Hause. Und stellt die Formel mal auf und dann kann man wieder rechnen. Dann sehen wir uns wieder. So, da ist die Formel. Ne? 4.600 Kilogramm entspricht das. Den Prozentsatz wissen wir nicht, deswegen schreiben wir PS. Durch 100 wissen wir, ist gleich 230 Kilo. Das ist nämlich der Verlust, der rauskommt bei der Rechnung. Das wissen wir. Und jetzt wird die Formel umgestellt. Jetzt müssen wir aber ein bisschen anders vorgehen. Jetzt haben wir durch 100 gekürzt, deswegen das blaue Wegstreichen der Nullen. 4.600 Kilo steht nämlich auf dem Bruchstrich. Und jetzt haben wir unten nur noch durch 1 und das können wir uns schenken. Es stört mal 46 Kilo, was übrig ist. Also teilen wir durch 46 Kilogramm. Und wenn wir das richtig machen, ich erläutere das hier noch, ne, dass wir hier kürzen können. Die Zahlen können wir kürzen, die Kilogramm können wir kürzen. Werden wir mal sehen, was wir zuerst kürzen. Aha, durch 23 habe ich wahrscheinlich geteilt. Dann ergibt sich oben 10 und unten eine 2 und die Kilogramm durch Kilogramm ist jeweils 1. Also bleibt nur eine echte Zahl übrig. Und 10 durch 2 ist 5. Das ist der Prozentsatz. Wir können also formulieren, der Bauer hat 5% Verlust. Und jetzt ist er vergleichbar. Jetzt sagt sich der Bauer, das ist schön, jetzt kann ich endlich mal darüber nachdenken, wie ich meinen Verlust verkleinere. Denn der Nachbar, der hat ja beim besten Willen nicht so viel Verlust. Der
Vielleicht hat er eine bessere Lagertechnik, vielleicht hat er mehr Katzen, die die Mäuse vertreiben. Wissen wir jetzt nicht. Das Video ist an der Stelle eigentlich zu Ende. Ich mache auch mal Schluss hier.